What do you feel? Ich sehe, hast du ein paar Freunde dabei, Rob. Ja, nun ja. Nur der Ortsverband des Drift Club Mexiko. Wir dachten, wir überraschen dich. Das sind mehr Zuschauer, als ich erwartet hatte. Für einen geheimen Club. Dann lasst uns mal eine Show hinlegen. Komm schnell her! Oder fahr geradeaus die Treppen runter. Das ist Mr. Kenneth Blocks Hoonigan Gymkhana 10 Ford Focus RS RX. 2 Liter Turbofrontmotor und Allradantrieb. Es gibt nur den einen Sitz. Ich werde also die Stimme in deinem Kopf sein. Guanajuato hat so etwas wie eine Driftkultur, weißt du? Tunnel, die engen Straßen, der Platz der Kathedrale. Die Straßen sind gesperrt, oder? Ja, unser neuestes Mitglied Pablo hat sich darum gekümmert. Jetzt folgt den Tunnel. Pass auf die Wände auf, die sind rau. Nach links! Abzweigung nach links! Du näherst dich dem Ende und einem ersten Einblick in die Zukunft des Driftens. Ich muss dir ein kleines Geständnis machen. Weißt du, wir haben noch ein Auto, das du dir ansehen kannst. Ist das das, wofür ich es halte? Der RTR Ford Mustang Mach-E 1400. Der erste elektrische Wagen für Drifts und Gymkhana. Na, Lust auf eine kleine Spritztour? Dieses Auto wurde von Drift-Legende und Autozauberer Mr. Vaughn Gittin Jr. und den Ingenieuren bei RTR entworfen. Als Antwort auf die alte Frage, wie sieht die Zukunft des kontrollierten Übersteuerns aus?
looks like you two are having a lot of fun with that car. Ja, Vaughn, das ist wirklich tolle Arbeit. Möchtest du für uns noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Getting behind the wheel of the Ford Mustang Mach-E 1400 completely changed my perspective on what power and torque can be. Together, my team at RTR Vehicles and Ford Performance spent over 10,000 hours working collaboratively on this to bridge the gaps between what people believe an electric car can do and what it can actually do. Turns out it... Das war mit Allrad. Das Layout des Motors erlaubt es, quasi auf Knopfdruck den Antrieb zu wechseln. Schalte die Frontmotoren aus und wechsle so einfach von Allrad zu Heckantrieb und das war's schon. Der schnellste Antriebswechsel, den du je vollführt hast. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood. She can't shoot what she sees. And that's all that she knew. Cause when you live in the desert, I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are blowing wild and free. If I don't get out of this town, I just might be the one who finally. Schalte die Frontmotoren aus und wechsle so einfach von Allrad zu Heckantrieb und das war's schon. Der schnellste Antriebswechsel, den du je vollführt hast. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. And that's all that she knew. Cause when you live in the desert, I'm throwing. Rechts-Links-Gelegenheit da vorne. Sei aber vorsichtig mit dem Trägheitstransfer. Hart nach links einschlagen und dann rechts. Dann seitwärts in den Tunnel. Geradeaus. Wir steuern auf unseren Ausgangspunkt zu. Im Namen des Drift Club Mexiko sowie RTR und Ford Performance
möchte ich dir für die Demonstration der noblen Kunst des beabsichtigten Übersteuerns danken. Wir dachten uns, du würdest den Mach-E wohl gern behalten. Klasse! Aber wird Vorn ihn nicht zurückhaben wollen? Oh, das ist eine exakte Kopie von seinem. Ich bin eben auch vorbildlich leidenschaftlich. I said I'm in.